Wenn noch mehr kommen, haben sie Pech gehabt. Oder sollen sich dazusetzen. Also, hallo zusammen, herzlich willkommen zu meiner kleinen Session über Joomla Bugs und alles, was dazugehört. Wie meldet man Bugs? Was sind Bugs eigentlich? Und was passiert damit, wenn sie gemeldet werden? Wie werden Bugs behoben? Ganz kurz, falls ihr euch fragt, wer der Typ ist, der hier eigentlich vorne steht. Ich bin Konstantin Romankewitz. Seit mittlerweile ein bisschen mehr als 4 Jahren mit Joomla unterwegs, auch in einigen deutschen Supportforen aktiv und seit mittlerweile ein bisschen mehr als 2 Jahren im Joomla Bug Squad. Ja, Contributor und eins der Gründungsmitglieder von joomlabugs.de. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Im Moment studiere ich in Bielefeld kognitive Informatik und jo, meine Website habe ich da auch noch eingeblendet. So. Einmal kurz zu Joomla. Joomla ist ein riesiges Projekt. Und was Joomla so einzigartig macht, ist die riesige Community. Also, dass man wirklich, ich glaube, unten liegt irgendeine Broschüre, wo von 200.000 Leuten die Rede ist, die irgendwie mit Joomla arbeiten und daran teilnehmen und sowas. Und davon machen halt auch hunderte von Leuten Änderungen am Code. Also ich habe hier mal zusammengeschrieben im August auf GitHub, wo das ganze Joomla gehostet wird, beziehungsweise nicht Joomla gehostet wird, aber wo der Code liegt, gab es 120 Änderungen an 211 Dateien von 42 Personen. Also da arbeiten haufenweise Leute mit, pushen drin rum und am Ende kommt hoffentlich was Gutes raus. Wir haben auch ein ziemlich großes System, finde ich, mit 6.500 Dateien und über 900.000 Zeilen Code. Und das Ganze führt halt auch dazu, dass dann in diesen 900.000 Zeilen Code, der monatlich von knappen 50 Personen oder teilweise sogar noch mehr bearbeitet wird, dass sich da irgendwo mal Fehler einschleichen. Die Fehler gilt es dann zu beheben. Ganz kurz Bugs. Bugs sind irgendwelche Fehler im Programmcode vom Joomla-Kern, also vom Core. Beziehungsweise Bugs gibt es in jedem Programm, aber hier geht es jetzt bloß um den Joomla-Kern, also auch nicht um irgendwelche Dritterweiterungen. Dritterweiterungen, für die sind dann die Entwickler zuständig. Das Bugsquad und alles, was dranhängt, kümmert sich nur um die Bugs, die im Kern vorhanden sind. Davon zu unterscheiden sind vor allem beim Melden und bei der Behandlung Sicherheitslücken. Für Sicherheitslücken gibt es ein eigenes Team und Sicherheitslücken. Ist wahrscheinlich auch jedem hier klar, dass man Sicherheitslücken nicht unbedingt offen irgendwo breittreten sollte, diskutieren sollte, sondern lieber vertraulich behandeln und den Leuten bloß mitteilen, die wirklich was dagegen machen. Zumindest bis sie behoben sind. Weil ansonsten kommt dann irgendjemand an und probiert die Sicherheitslücke mal aus, was in den meisten Fällen nicht unbedingt im Sinne des Erfinders ist. So. Wie entstehen Bugs? Ja, wie gesagt, wenn haufenweise Leute am Code arbeiten, dieser Code muss getestet werden. Natürlich, wenn irgendjemand eine Änderung vornimmt, muss geprüft werden, macht diese Änderung das, was sie soll, und macht die Änderung nichts anderes kaputt. Die meisten Bugs, würde ich mal sagen, entstehen dadurch, dass Änderungen nicht genug getestet werden. Also, dass die Tester entweder bloß einen kleinen Anwendungsfall testen und dann irgendwo anders aber was kaputt geht, was eigentlich keiner bemerkt hat. Oder dass einfach der die Zeile geschrieben hat, einen Denkfehler drin hatte, irgendwas übersehen hat bei den Massen an Parametern, die man in Joomla verstellen kann. Gibt es immer irgendeine Einstellungsmöglichkeit, an die man nicht gedacht hat beim Entwickeln von einem Patch? Ging mir auch schon so. Und man kann Joomla vielseitig einsetzen. Also ich weiß nicht, wie viele Websites es gibt, aber viele, würde ich mal schätzen. Und jede hat irgendwie einen anderen Einsatzzweck, hat andere Erweiterungen, hat andere Komponenten. Und damit das Zusammenspiel immer funktioniert, da mischen sich dann halt auch so ein paar kleine Fehler ein. Teilweise von Joomla, aber teilweise auch von den Dritterweiterungen, wo sich dann andere drum kümmern sollten. Warum sollte man Bugs melden? Klar, nur Bugs, die bekannt sind, können auch behoben werden.
Also wenn ich jetzt in meiner, auf meiner Website, auf meiner Joomla-Website irgendwo einen Fehler finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich melde den Bug, dann kann er behoben werden, oder ich lehne mich zurück und meckere ein bisschen rum und warte aufs nächste Update. Und wenn er da noch nicht behoben ist, dann meckere ich weiter rum und irgendwie fällt aber niemandem dieser Bug auf, außer mir. Was daran liegt, wie gesagt, es gibt haufenweise Parameter, es gibt verschiedene Systemkonfigurationen, es gibt verschiedene Arten von Webservern, es gibt verschiedene PHP-Versionen, verschiedene Typen von, von SQL, also sei es MySQL, Postgres, MSSQL, was weiß ich. Da kann es wirklich sein, es tritt ein Fehler bloß bei einer bestimmten Konfiguration, bei einer bestimmten Kombination auf, der dann halt bloß wenigen Leuten auffällt. Und wenn die wenigen Leute den Bug nicht melden, behebt ihn auch keiner. So, kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte. Wo meldet man die Bugs? Da gibt es einmal für die normalen Bugs die tolle neue Website, issues.joomla.org, wo wir jetzt alle froh sind, dass wir den alten Tracker abschalten konnten, beziehungsweise dass der jetzt nicht mehr gebraucht wird. Oder auf GitHub direkt, was ungefähr den gleichen Effekt hat, weil JIssues und GitHub synchronisiert werden und eng gekoppelt sind. Dann Sicherheitslücken. Wie gesagt, nicht öffentlich melden, weil sonst irgendjemand ankommt, irgendein Script-Kiddie und denkt sich, probiere ich gleich mal aus. Sondern entweder auf der Mailingliste vom Security-Team, security@joomla.org oder auf dem Kontaktformular von besagtem Team kann man die melden. Und dann kümmert sich da eine bestimmte Arbeitsgruppe drum, die dafür sorgt, dass die Lücke behoben wird und im nächsten Update dann geschlossen ist. Oder alternativ kann man es auch auf joomlabugs.de melden, was den Vorteil hat, wenn man in Englisch jetzt vielleicht nicht ganz so fit ist, kann man dort auch Bugs auf Deutsch melden. Oder auch Sicherheitslücken, wieder mit dem gleichen Schema, Sicherheitslücken nicht unbedingt an der öffentlichen Stelle, sondern halt dann irgendjemandem vom Team privat mitteilen. Aber wie gesagt, dazu später noch mehr. Jetzt erstmal eine kurze Übersicht über das neue JIssues. Wie meldet man da Bugs? Relativ simpel. Man loggt sich hier mit einem GitHub-Account ein. Der ist dafür zwingend erforderlich. Und anschließend hat man hier den schönen Button Neuer Artikel oder wenn man es auf Englisch eingestellt hat, hier oben gibt es eine Spracheinstellung, heißt es glaube ich New Item oder irgend sowas. Da kann man dann einen neuen Eintrag anlegen. Vorher wäre es ganz cool zu suchen, ob es den Eintrag vielleicht schon gibt, ob vielleicht schon fünf andere den gleichen Bug gemeldet haben. Wobei es auch, selbst wenn ihr einen Bug doppelt meldet, dann schließt ihn halt jemand. Das ist immer noch besser, als wenn ihn keiner meldet. Lieber zu viel gemeldet als zu wenig. Dann das Formular hier. Einmal einen aussagekräftigen Titel eintragen. Kriegt wahrscheinlich jeder hin. Oder hoffentlich. Hier drüben gibt es noch ein paar Optionen. Joomla-Version sollte man eintragen, damit man auch weiß, worum es geht. Kategorien kann man auswählen, also was jetzt, worum sich der Bug jetzt eigentlich dreht, wo der eigentlich liegt, ob es jetzt in der Komponente ist oder im Template oder in einem Plugin oder weiß der Geier wo, Dringlichkeit, also die Priorität, kann man in den meisten Fällen auf Medium stehen lassen und im Zweifelsfall, wenn es dann doch irgendwie wichtiger oder weniger wichtig ist, dann wird das jemand vom Bug Squad bearbeiten und abändern. Das Wichtigste ist die Beschreibung. Die sollte möglichst aussagekräftig sein und möglichst viele Informationen beinhalten, damit die Leute auch den Fehler nachvollziehen können. Also jetzt nicht irgendwie schreiben, mein Joomla ist kaputt oder keine Ahnung, ich habe hier einen Kasten, der da eigentlich nicht sein sollte, sondern genau beschreiben, was für ein Joomla hat man, am besten die aktuelle Version, weil in der alten Version kann es sein, dass der Bug schon in aktuellen Versionen behoben wurde. Dann solche Sachen wie PHP-Version, SQL-Version, Server, was auch immer man über seine eigene Systemkonfiguration weiß. Wichtig sind die Einstellungen im Backend oder in Komponenten. Wenn man jetzt einen Menüpunkt hat zum Beispiel, wo irgendwas
nicht so aussieht, wie es aussehen sollte, dann wären die Einstellungen von Menüpunkten nicht schlecht, zu sagen, was für ein Menüpunkt es ist und zu sagen, wie man hinkommt. Also wie man überhaupt zu diesem Fehler kommt, damit andere Leute den Fehler nachprüfen können, nachvollziehen können, ob der bei ihnen auch auftritt und damit man rausfinden kann, wie man den beheben kann. Dritterweiterungen, die man eingesetzt hat, sind auch nicht schlecht, mal dazu zu schreiben, weil es halt auch sein kann, dass der Fehler an irgendeiner Dritterweiterung liegt oder dass es bloß im Zusammenspiel mit irgendeiner bestimmten Erweiterung schiefläuft. Ja, hier unten kann man auch noch Bilder hochladen. Ist auch ganz gut, wenn man ja Schwierigkeiten hat, den Bug genau zu beschreiben. Am besten einfach mal einen Screenshot machen und hochladen, damit die Leute auch sehen, was genau jetzt gemeint ist. So, die Meldung ist gemacht. Was passiert dann mit dem Ding? Er verschwindet nicht ins Nirvana, das kann ich euch versprechen, sondern da gibt es Leute, die sich drum kümmern. Zuerst mal, wenn die Meldung eingegangen ist, wird sie angeguckt vom Bug Squad und irgendjemand sollte sie bestätigen. Also bestätigen, dass es wirklich, sich wirklich um einen Bug handelt. Es kann auch sein, dass dann die Antwort kommt, nee, das gehört so oder das liegt an deinem Template, das liegt an der und der Komponente oder es war schon immer so und es bleibt auch immer so. Kann alles vorkommen. Kann es Wenn, sein, dass an dieser Stelle auch vielleicht eine Diskussion beginnt mit zwei, drei Leuten? ja, auf jeden Kann Fall. auch sein, ne? Ja. Ich meine, Also. also der, den Bug gemeldet hat, mit in der Diskussion? Ja, da kann man dran teilnehmen. Also im Tracker kann man auch unten, Moment, ich zeig's nochmal kurz. Wo habe ich ihn? Ja. Da stehen dann unten drunter noch Kommentare. Also da kann man dann diskutieren und erklären. Es kommt auch oft vor, dass man noch Nachfragen hat, dass jemand vom Bug Squad nachfragt, wie sieht's denn aus, was, also wenn man irgendwas in der Meldung vergessen hat oder für irrelevant hielt, was für eine Einstellung man vorgenommen hat, wenn irgendwas fehlt, kommen teilweise noch Rückfragen. Und wenn es sich dann wirklich um einen Bug handelt, dann wird der bestätigt und auch der Status bearbeitet, sodass der Status auf bestätigt, bestätigter Bug oder wie auch immer es dann heißt, gesetzt wird. Ja, wie gesagt, Joomla Bug Squad habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, sind die Leute, die sich um Bugs kümmern. Wie in dem Bild schön gezeigt, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dann halt sprichwörtlich oder im übertragenen Sinne mit der Fliegenklatsche draufhauen auf die kleinen Käfer. Zu den Aufgaben gehören das Bestätigen von Bugs, wie gerade gesagt, dann das Testen von vorgeschlagenen Änderungen, von vorgeschlagenen Patches. Teilweise kann man selber Patches erstellen, wobei dazu muss man nicht unbedingt im Bug Squad drin sein, das kann man auch einfach so machen. Und ja, die Verwaltung und die Moderierung von den, die Moderation von den Tracker-Einträgen, Änderung von Status und wie gesagt, Diskussionen, wie sieht's aus, ist das ein Bug, woran liegt's, was kann man dagegen tun, kann man das jetzt gleich beheben oder muss man da warten bis zur nächsten Version, weil es irgendwie nicht rückwärtskompatibel ist. Da entbrennen teilweise auch relativ lange Diskussionen und manchmal ist es eine kleine Änderung, die dann zweimal getestet wird und dann wird sie eingespeist. Außerdem gibt es vor jedem Release eigentlich ein Vorab-Paket, um zu testen, ob das Update reibungslos funktioniert und ob nach dem Update auch noch alles funktioniert. Das soll theoretisch verhindern, dass man Situationen hat, wo man eine 3.2 veröffentlicht und dann am Tag später eine 3.3 nachschieben muss, was aber auch nicht immer vermieden werden kann, liegt, wie gesagt, auch da daran, dass zu wenig Leute testen oder dass irgendwie halt beim Testen was übersehen wird, nicht ausführlich genug getestet wird. Das ist auch so der größte Punkt, wo man sich einbringen kann, gerade beim Testen. Weil es gibt viele Leute, ich muss zugeben, mir geht's genauso. Ich schreibe gern Code, aber Code von anderen Leuten durchzugucken, zu testen, mache ich auch manchmal, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Von daher, da kann man sich gut einbringen, da muss man auch nicht programmieren können und wird immer gebraucht. Also sei es jetzt wirklich von Patches oder auch vor größeren Versionen gibt es auch öffentliche Alpha- und Beta-Pakete, also vor der 3.4 wird es wahrscheinlich auch wieder welche geben. Alpha, Beta und dann Release Candidate. Das ist auch sehr gern gesehen, wenn man die auf irgendwelchen
lokalen Testinstallationen einfach mal auf Herz und Nieren prüft, um auszuschließen, dass da irgendwelche Fehler drin sind. Wenn dann mal jemand eine Idee hat, wie man das Problem beheben kann, gibt es einen Patch, ein sogenanntes Pull Request auf GitHub, was mit Git erstellt wird, sieht dann ungefähr so aus. Wenn man auf GitHub guckt, so ähnlich sehen auch die Meldungen auf GitHub aus. Da unten drunter kommt dann die Diskussion. Ja, ganz kurz, Konversation steht hier ja. Testinstruktionen sind wichtig beim Patch. Also man schreibt als Patch-Ersteller dazu, was die Tester gucken sollen, wonach sie gucken sollen, worauf sie achten sollen und was sie genau testen sollen. Dann hier gibt es noch einen Reiter Files Changed. Da kann man dann genau die Änderungen nachvollziehen auf GitHub, die in dem Patch vorhanden sind. Also ja, rot entfernt, grün hinzugefügt. Alles einigermaßen simpel. Wie erstellt man Pull Requests? Bloß mal ein kurzer Abriss. Man kann entweder manuell für kleinere Änderungen manuell den vornehmen, manuellen Pull Request erstellen auf GitHub direkt. Da braucht man keine lokale Git-Umgebung, muss sich auch nicht mit irgendwelchen Git-Befehlen oder sowas auseinandersetzen. Wenn es bloß eine Datei ist, bloß eine kleine Änderung in einer Datei, dann navigiert man hier im Joomla-Verzeichnis zur entsprechenden Datei, drückt hier auf diesen Stift zum Bearbeiten und dann kann man hier seine Änderung vornehmen, hier unten einen kleinen Kommentar reinschreiben und hier auf den grünen Knopf klicken. Dann wird das Ganze automatisch als Pull Request, also als Vorschlag ans Verzeichnis, ans Joomla-Verzeichnis gesendet und kann dann dort getestet werden. Soll man da dann entsprechend irgendeine Referenz zu dem Bug setzen? Genau, ja, genau. Also wenn man hier die Beschreibung angibt, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Interface aussieht. Ich glaube, hier schreibt man bloß rein, was genau man gemacht hat und auf der nächsten Seite schreibt man dann hin, was der Bug ist und die Testanweisungen auch sowas. Ja, genau. Ja. Wenn man da eine größere Änderung hat, greift man auf die lokale Git-Umgebung zurück. Dazu muss man sich das Verzeichnis erstmal in seinen eigenen Account reinkopieren, weil auf das Joomla-Verzeichnis haben bloß wenige Leute Zugriff, unter anderem Thomas. Und ja, da darf natürlich nicht jeder drin rumfuschen. Das heißt, man erstellt sich eine Kopie in seinem eigenen Account mit diesem Fork-Button da drüben, also so eine kleine Abspaltung, und hat es dann in seinem eigenen Account drin und kopiert es dann auf seine lokale Maschine. Ich mache hier jetzt bloß eine ganz kurze Abhandlung, weil es gab gestern schon eine Git-Präsentation von Nils Nübel und wer da tieferes Interesse hat, kann sich die zum Beispiel angucken oder mich auch sonst nachher nochmal ansprechen. Bloß ganz kurz, damit man es mal gesehen hat. Man holt sich die Kopie dann auf seinen Rechner und erstellt einen neuen Zweig, in dem man bloß diese eine Änderung vornimmt. Nimmt die Änderung vor, speichert das wieder ab und sendet es wieder an Git. Wenn man das dann wieder an Git gesendet hat, dann kann man hier auch wieder, dann gibt es hier so einen grünen Knopf da oben. Hier in diesem Feld kann man den Branch auswählen, also den Ast, ja, die Verzweigung, in der man jetzt gerade ist. Da habe ich hier zum Beispiel der Standard-Branch, die Standardverzweigung nennt sich Staging. Da ist die aktuelle 3.x-Version drin. Dann gibt es auch noch einen 2.5.x-Branch und für jeden Patch, für jede Änderung, die man schreibt, erstellt man einen eigenen Branch, der dann wieder, wenn er fertig ist, in den Staging oder in den 2.5 rein gemerged wird. Da wählt man hier den Branch aus und drückt auf den grünen Knopf und dann vergleicht es, zeigt einem die Änderungen an, die Unterschiede zwischen dem Joomla-Verzeichnis und dem eigenen. Und ja, da gibt man dann auch wieder die Informationen ein, samt Testinstruktionen
und schickt das Ganze ab. Falls jemand von euch noch tiefergehendes Interesse hat, wie gesagt, einmal die Präsentation von gestern. Die Präsentationen werden auch alle gefilmt und als Video wieder online gestellt. Da kann man sich das nochmal angucken. Dann gibt es im Joomla-Wiki im Englischen einmal Git for Coders und es gibt auch noch Git for Testers and Trackers. Das ist dann eine schöne Anleitung, wie man sich eine eigene Git-Umgebung einrichten kann. Ist auch beschrieben, wie es, also nicht bloß mit Kommandozeile, sondern man kann das auch mit der Entwicklungsumgebung seiner Wahl machen. Also NetBeans kann Git, Eclipse kann es auch, ich weiß nicht, PHPStorm kann es wahrscheinlich auch, oder? Ja. Also das geht auch noch schöner und einfacher. Das ist da alles beschrieben in dem Artikel. Und außerdem gibt es auf joomlabugs.de auch noch einen Menüpunkt Tutorials. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auch zu deutschsprachigen Tutorials über Git, wie man sich das Ganze einrichtet und was man damit alles machen kann. Wenn der Patch dann da ist, muss er, wie gesagt, getestet werden. Also derjenige, der die Änderung vornimmt, sollte sie natürlich selber auch testen, ob es funktioniert. Und danach müssen es nochmal andere Leute testen, gegenprüfen, funktioniert es wirklich, macht es nichts kaputt. Wie gesagt, das ist so der Punkt, wo man am meisten Mithilfe im Moment noch gebrauchen kann. Zum Testen legt man sich eine lokale Testumgebung an am besten, weil auf Produktivsystemen aus hinfälligen Gründen wäre das eher nicht so gut. Am besten mit der aktuellen Version von GitHub, also im Moment ist die Version, die aktueller als 3.3.3 ist, also wirklich top. Heute wahrscheinlich die letzte Änderung oder gestern gemacht. Mit besagtem Branch kann man sich entweder auch wieder mit Git runterladen, wie in den Artikeln beschrieben, oder wie gerade eben beschrieben, mit einem eigenen Repository, mit einem eigenen Verzeichnis, was man sich da abgespalten hat. Oder man lädt sich die aktuelle Version runter, wenn man bloß ein, zwei Tests macht, bloß einen Test mal kurz, weil man selber einen Bug in seiner Website hat, sieht dann Patch und denkt sich, oh ja, ich probiere mal aus, ob es funktioniert. Dann kann man sich auch einfach da die aktuelle Version runterladen per ZIP und die dann wie eine normale Version auch installieren. Da gibt es hier, wenn man auf GitHub ist, hier diesen Button, Download ZIP, und dann kriegt man eine ZIP-Datei mit dem aktuellen Stand. Anschließend wird der Patch eingespielt. Und zwar, ja, wie gesagt, die komfortablere Variante mit Git. Da kann man einfach die Patch-Datei runterladen. Hier ist, also so sieht die URL aus, mit dem blauen noch. Das blaue ist die ID, was Thomas gerade vorhin meinte, die man dann in den Beitrag einfach einfügen kann und verlinken kann. Wenn man da noch einen .diff anhängt, dann kriegt man das Ganze im Patch-Format, also im maschinenlesbaren Format, das dann der Computer auch einspeichern kann. Das kann man dann runterladen und mit dem Apply-Befehl einspielen oder auch in der Entwicklungsumgebung Patch einspielen, gibt es irgendwo einen Menüpunkt. Oder man nimmt das Ganze manuell vor, ist aber mühseliger. In der Ansicht, die ich gerade vorhin gezeigt habe, mit den roten und grünen Zeilen, kann man auch jede Zeile für sich irgendwie einfügen, wenn man wirklich gar keinen Bock auf Git hat, aber das ist ein bisschen umständlich. Dann der wichtigste Punkt des Testens selber. Zum einen sollte man die Testanweisungen befolgen, die der Patch-Ersteller dazu geschrieben hat. Und dann sollte man aber auch darüber hinaus testen. Weil es kann gut sein, dass der den Patch geschrieben hat, irgendwie an eine Anwendung gedacht hat und an einen Fehler, den er beheben will. Aber bei einer anderen Anwendung zerschießt dann das ganze System. Und daran hat er gar nicht gedacht, das hat er nicht getestet. Deshalb ist es immer besser, wenn mehrere Leute draufschauen, mehrere Leute es testen und ausprobieren auch, wie das Ganze sich mit anderen Konfigurationen verhält. Ja, wie gesagt, man kann sich überlegen, was von diesem Patch jetzt alles betroffen ist, welche Bereiche, und die dann alle mal durchprobieren, ob noch alles funktioniert. Und auch ein Feedback im Tracker hinterlassen, kurz mal schreiben, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, wenn ja, also beziehungsweise wenn es nicht funktioniert hat, was genau
läuft noch schief und was ist vielleicht auch der Fehler im Patch. Und dann, wenn es zwei erfolgreiche Tests gibt, mindestens, und zwar vom Joomla Bug Squad, zwei erfolgreiche Tests, dann kann der Patch eingespielt werden. Also dann wird er ins offizielle Joomla-Verzeichnis übernommen von jemandem, der die Berechtigungen hat, und wird dann auch in der nächsten Joomla-Version, wird dann der Bug behoben sein. So, kurze Trinkpause. Jetzt, wie kann man gezielt irgendwelche Sachen testen? Also zum gezielten Testen gehört nicht bloß Patches testen, sondern auch gerade Beta-Pakete, Vorab-Pakete testen, was immer gut ist, weil man da auch irgendwelche Bugs drin findet, die man dann melden sollte. Dazu, wie gesagt, eine lokale Testumgebung habt ihr vermutlich alle irgendwie mit XAMPP oder MAMP oder LAMP oder wie auch immer. Was auch immer, irgendein lokaler Webserver, ein kleiner, da dann das jeweilige Paket drauf spielen, entweder die GitHub-Version oder halt das Vorab-Paket, was auf joomla.org bereitgestellt wurde. Dann kann man noch so ein paar Einstellungen vornehmen, die das Testen erleichtern. Zum einen gibt es in der Konfiguration, also wenn man im Backend in die globale Konfiguration reingeht, kann man einmal Fehlerberichten aktivieren, beziehungsweise Fehlerberichten auf Entwicklung stellen. Das heißt, man hat dann alle Fehler, die PHP feststellt, werden einem dann ausgegeben, was man normalerweise auf produktiven Systemen ausschaltet, weil es stört und auch Informationen verrät, die man vielleicht nicht unbedingt preisgeben will. Aber auf lokalen Entwicklungsumgebungen würde ich es eigentlich immer anschalten, damit man alle Fehler sieht, die so auftreten. Die Sprache kann man auch noch debuggen und das System auch. Und im Reiter System, da gibt es ja in der Konfiguration drei verschiedene Tabs. Im System-Tab gibt es System-Debuggen und Sprache-Debuggen. System-Debuggen, da hat man dann so eine Konsole, so einen Block unter der Seite drunter, wo verschiedene Informationen drin sind zum Speicherverbrauch, zu den Datenbankabfragen, zur Session, wie auch immer. Das ist ganz nützlich, wenn man einen Fehler feststellt, kann man den teilweise da drin schon direkt nachvollziehen. Sprache-Debuggen ist, auf den ersten Blick sieht es dann alles ziemlich komisch aus, weil jeder Text, jeder Systemtext, der von Joomla ausgegeben wird, hat dann entweder solche Sternchen oder solche Fragezeichen dran. Die Sternchen stehen für alles in Ordnung, dieser Text wurde übersetzt, ist in der Sprachdatei vorhanden. Wenn die Fragezeichen dastehen, dann heißt es, der Text ist nicht übersetzt. Das heißt, da fehlt irgendwas. Das sollte man dann auch melden. Je nachdem, in welcher Sprachdatei das fehlt. Aber auf jeden Fall melden. So. Ja, Frontend und Backend kann man beides testen. Irgendwie mit den Einstellungen rumspielen. Alles Mögliche verschieden konfigurieren, einstellen, Parameter ausprobieren. Am besten, man nimmt sich einfach mal beim Vorabtesten irgendwie eine Komponente oder ein Modul oder ein Plugin raus und testet da einfach mal alle verschiedenen Parameter durch, um zu gucken, ob das auch komplett funktioniert. Template-Einstellungen genauso. Templates haben auch oft verschiedene Parameter, also gerade die Core-Templates. Andere Templates sind ja dann wieder Sache vom jeweiligen Entwickler. Und ja, in der globalen Konfiguration kann man auch noch massenweise Einstellungen vornehmen oder in den Menüpunkten. Eigentlich gibt es in Joomla überall irgendwelche Parameter, die man testen kann. Worauf sollte man achten? Ja, Fehlermeldungen, klar. Irgendwelche PHP-Fehler mit Fatal Error oder Warning oder selbst Strict Standards teilweise. Ja, eigentlich schon. Die sollte man alle melden. SQL-Fehler, Joomla-eigene Fehler, wenn irgendwas nicht gefunden wurde, wenn es was nicht speichern kann, irgendein 500-Fehler. Darauf sollte man achten, da sollte man ein bisschen Ausschau danach halten, beziehungsweise wenn so ein Fehler wirklich auftritt, dann sieht man ihn. Funktionalität,
wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte, wenn man irgendwie einen Beitrag nicht speichern kann oder, keine Ahnung, irgendwas tut nicht so, wie man es gern hätte. Auch das kann man melden. Darstellungsprobleme, wenn es mit den Templates irgendwelche Probleme gibt, wenn irgendwas komplett verrutscht ist, verzerrt ist oder sowas. Und bei den Übersetzungen genauso. Wenn ihr einen Rechtschreibfehler findet, könnt ihr das auch gern melden. Deutsche Sprachdateien haben wir auf Joomla Bugs, da haben wir eine eigene Sektion dafür, wo man Fehler in deutschen Sprachdateien melden kann. Und ansonsten die englischen Sprachdateien laufen ganz normal über den englischen Tracker. Ja, was wahrscheinlich auch jeder von euch macht, mit verschiedenen Browsern mal testen, alle Browser, die ihr gerade so installiert habt, mal durchprobieren, verschiedene, ja, wenn man es wirklich wissen will, dann kann man auch mal verschiedene Konfigurationen durchtesten, verschiedene PHP-Versionen oder sowas. Das ist dann aber schon ziemlich hoch. Ja, und wenn man irgendwelche Dritterweiterungen gerade mal zur Hand hat, dann kann man die auch mal spaßeshalber installieren und gucken, funktioniert da noch alles damit. Mehr Informationen auch zum gezielten Testen gibt es wieder auf joomlabugs.de in der Tutorial-Section. Und jetzt kommen wir endlich dazu, von dem ich die ganze Zeit schon erzähle. Was erzähle ich da eigentlich gerade die ganze Zeit? joomlabugs.de ist eine Stelle, Anlaufstelle, wo man auf Deutsch Bugs melden kann. Das haben wir vor 2 Jahren gegründet. Da war, glaube ich, gerade 3.0 aktuell oder war da gerade kurz vorm Release und es wurden auch Leute gesucht, die irgendwie Bugs melden und testen. Das hat einfach den Zweck, die Sprachhürde zu umgehen. Also wenn sich jemand sagt, ja, ich habe jetzt einen Fehler gefunden, aber englischer Tracker und da muss ich jetzt auf Englisch beschreiben, was ich gemacht habe und kriege dann irgendwie eine englische Antwort, die ich nicht verstehe, lasse ich es lieber mal bleiben. Da kann man sich an uns wenden, an Joomla Bugs und den Fehler bei uns melden. Außerdem arbeiten wir eng mit Jan von JGerman zusammen. Der hat auch den Server und die Domain, die er stellt. Auch nochmal vielen Dank an der Stelle. Und insofern kann man auch Fehler an den deutschen Sprachdateien bei uns melden, wenn noch irgendwo was fehlt, wenn Rechtschreibfehler drin sind, wie gesagt. Auch da sehr gerne. Außerdem haben wir noch Demo-Versionen, wo immer die aktuellste Version von 2.5 und von 3. noch was drauf sind, und zwar wirklich die aktuellste Version. Also das zieht sich jeden Tag, glaube ich, von Git die aktuelle Version runter. Das heißt, das ist dann auch aktueller als die 3.3.3. Was ganz praktisch ist, wenn man irgendwo einen Fehler gefunden hat, dass man nochmal überprüfen kann, ist der jetzt wirklich immer noch drin oder hat den jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen schon jemand behoben, kann man dort nachvollziehen und überprüfen. Oder wenn man sonst einfach mal irgendwas ausprobieren will. Außerdem haben wir noch einige Tutorials, die von verschiedenen Leuten geschrieben wurden. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Es sind auch ein paar ganz interessante Sachen dabei. Wenn ihr einen Bug bei uns meldet, dann gibt es ein kleines Team. Wir sind im Moment 5 Leute. Wir prüfen den Bug. Es gibt so 2 Teile unserer Arbeit. Das eine ist prüfen, das andere ist übertragen in Tracker. Wir haben Leute, die prüfen den Bug und die anderen übertragen es dann. Zum Beispiel hier Tobias und ich sind hauptsächlich dafür zuständig, die Sachen in den Tracker zu übertragen, dann auf Englisch. Also ein Teammitglied überprüft dann die Meldung, wenn sie reinkommt, und ja, entweder der Fehler kann bestätigt werden oder nicht, so wie wir es vorher schon beim englischen Tracker hatten. Wenn der Fehler bestätigt werden kann von einem Teammitglied, dann übertragen wir den Bug auch in den englischen Tracker und übersetzen die ganze Meldung und gucken dann dort auch, dass es gut läuft. Wenn irgendwelche Nachfragen dort im englischen Tracker kommen, dann übertragen wir die auch wieder ins deutsche Forum, wenn wir sie nicht selber beantworten können, fragen da nochmal nach und kümmern uns so ein bisschen um das Teil. Wir können immer Helfer gebrauchen. Wie gesagt, im Moment sind wir 5 Leute, von denen einige mehr arbeiten, andere weniger. Je nach Zeit. Ich habe auch nicht immer Zeit, auch studienbedingt. Jeder hat irgendwie so sein Privatleben noch zusätzlich. Mehr Leute sind immer besser. Auch da suchen wir hauptsächlich Leute, die testen, die eingehende Meldungen testen. Also da sollte man sich so ein bisschen mit Joomla auskennen,
braucht aber keine Englischkenntnisse. Also mit Joomla auskennen insofern, dass man dann irgendwie rauskriegt, ist das jetzt ein Fehler von Joomla oder gehört es so? Und dann die Rückmeldung geben kann. So, wenn es euch interessiert, besucht uns gern mal. Also sei es jetzt, ob ihr irgendeinen Fehler gefunden habt, dass ihr ihn meldet, oder ob ihr gerne ins Team einsteigen wollt, könnt mich auch gerne nachher nochmal ansprechen. Ich erzähle euch auch gerne nochmal ein bisschen was dazu, oder Tobias auch. Jo. Dann, oh, ganz gut in der Zeit. Noch ein kurzes Fazit. Jeder Beispiel von einem Fehler. Das kann ich gleich kurz machen. Also wenn ich fertig bin, mache ich das nochmal. Okay? Was war ein Fehler in der Dokumentation? Da gibt es so Dokumentationsseiten. Im Joomla 3, da habe ich schon 2, 3 Sachen gefunden, aber dass ich da irgendwo hinkomme, um das zu melden. Also entweder selber bearbeiten. Ich weiß nicht, hat da jeder Zugriff auf die Dokumentation? Kann jeder selber? Ich hätte irgendwas von so einem Ticket nehmen müssen, aber da konnte ich mich dann schon nicht anmelden. Und das war einfach nervig. Okay. Das war bei Java-Uhr halt so die API, wo man eben lernen kann, wie entwickelt sich der Ich habe es noch nie ausprobiert, wie es geht. Das weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Ja, die steht immer. Ich kenne es auch noch, der macht oben. Ich sage auch noch was. Okay. Also nochmal kurz als Fazit, jeder von euch kann irgendwie zu Joomla beitragen, ob ihr es jetzt bloß nutzt oder ob ihr Bugs meldet, ob ihr Sachen testet, ob ihr Vorabpakete testet oder ob ihr sogar Code schreibt, jeder trägt irgendwie dazu bei. Wenn man noch aktiver werden will, kann man auch in den Arbeitsgruppen mitarbeiten, wie gesagt, ist Joomla Bugs Coach, wo die Ansprechpartner Mark Dexter und Nick Savov sind, dann joomlabugs.de. Da könnt ihr eigentlich irgendjemand im Team anschreiben. Wir haben auch eine Teamseite, wo wir alle gelistet sind. Also fragt den Tobias, fragt mich, fragt irgendjemand im Team. Es kommt auf jeden Fall an die richtige Stelle. Und ja, es gibt auch noch das Security Strike Team. Das ist dann aber wirklich für die Experten. Also wenn jemand wirklich richtig gut ist und Lust hat, Sicherheitslücken zu beheben, kann man sich auch da wahrscheinlich mal melden. Bei David Hurley oder Don Gilbert. Und im Endeffekt bringt ihr Joomla auch voran, wenn ihr, wie gesagt, Joomla aufmerksam benutzt. Und wenn euch irgendwas auffällt, sagt Bescheid, damit es behoben werden kann. So, das war's eigentlich schon. Wenn ihr mich noch irgendwie kontaktieren wollt, meine E-Mail-Adresse und mein Twitter-Name. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne jetzt. Beziehungsweise ich kann jetzt auch mal kurz gucken. Das Beispiel, was ich gerade vorhin gezeigt habe, ich habe ein paar Screenshots gezeigt. Das war zum Beispiel beim E-Mail-Verschlüsselung. Da gibt es ein Plugin in Joomla zur E-Mail-Verschlüsselung. Das war jetzt bei den letzten zwei Releases ist das komplett zerstört worden, kann man sagen. Also es hat eigentlich kaum mehr funktioniert. Da kamen dann irgendwelche komischen Teile raus teilweise. Ich kann mal kurz gucken, ob ich was finde dazu. Otto, Tobias, weißt du gerade noch zufällig irgendwas, wo wir einen Screenshot haben? Schau bloß eins, was richtig aussieht. Was haben wir denn?
In dem hier? Ah, okay, genau. Hier zum Beispiel mit der E-Mail-Verschlüsselung. Da gab es einen Fehler, wenn man jetzt Fred und Tom at irgendwas eingetragen hat, dass es dann nicht so ausgegeben wurde, sondern so zum Beispiel. Etwas verzerrt. Und ja, das hat jemand gefunden, hat es gemeldet, ausführlich geschrieben, was er gemacht hat jetzt, welche Version er benutzt und noch so ein paar Kommentare dazu. Hat sogar schon vermutet, woran es liegt. Wobei, das ist nicht unbedingt erforderlich. Also es reicht einfach schon, wenn man einen Fehler gefunden hat, wenn irgendwas nicht so sich verhält, wie es sich verhalten sollte. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, entweder, was ich gemeint habe, die Patches, die gerade noch offen sind, also die vorgeschlagenen Änderungen, einfach mal genau sowas wäre zum Beispiel gut. Oder halt wie gesagt, wenn es irgendwann mal eine neue Version rauskommt, 3.4. Der Thomas wird wahrscheinlich nachher nochmal was dazu erzählen, wenn er die Roadmap vorstellt, wann 3.4 ansteht. Da gibt es dann auch wieder irgendwelche Alpha- und Beta-Pakete, die man sich runterladen kann, lokal installieren. Und dann, so wie ich es im Abschnitt gezielt testen hatte, einfach mal die Debug, also die Testeinstellungen anmachen und einfach mal durchprobieren. Auch wenn es irgendwelche neuen Funktionen gibt zum Beispiel. Wenn irgendwelche neuen Funktionen eingeführt wurden, irgendein neues Modul oder sowas, auch da alle Parameter mal durchgehen, gucken, wie bindet sich das ein, wie gliedert sich das ein und passt da alles oder gibt es noch irgendwo Probleme damit. Ja, das sind dann Sachen, da macht man dann wirklich das mit dem Patch-Testen. Also da guckt man durch die Liste durch. Moment. Hier, durch die Liste hier. Geht da durch. Und überall, wo PR dran steht, ist eine Pull-Request, also ein Vorschlag für eine Codeänderung. Und das testet man dann, guckt, ob der Fehler vorher, also ob der Fehler nachher immer noch besteht, der vorher bestand. Und wenn es den Fehler gut behebt und auch ansonsten keine Nebenwirkungen mehr hat, dann schreibt man da einen kurzen Kommentar rein. Hat alles funktioniert und jo, dann kann das Ding behoben werden. Ja, stimmt, den Patch-Tester, den habe ich vergessen, ja. Auf docs.joomla.org oder wo? Ah, ich habe es hier sogar. Ja, genau. Ja. Hier gibt es die Liste. Ja, der müsste hier oben, glaube ich, auftauchen. Ja, stimmt, das ist noch einfacher. Okay. Nee. Okay.
Ah, okay. Gut. Ja, stimmt. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Anmerkungen? Sonst mache ich die Bühne für den Thomas frei. Dankeschön. Ach so, stimmt. Kaffeepause. Stimmt.